Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier zum dritten Video meiner Videoreihe zum Erstellen von vorwissenschaftlichen Arbeiten. Wir sind jetzt hier beim Erstellen des sogenannten Begleitprotokolls. Das heißt, wenn man eine VWA schreibt, muss man ja ein Begleitprotokoll ausfüllen. Das betrifft die Betreuerin deiner Arbeit, das heißt die Lehrkräfte und als auch die Schülerinnen und Schüler. Ich schlage hier vor, über die Unterlagen vwa-belehren.at kann man hier darauf zugreifen, hier folgendes Begleitprotokoll zu verwenden. Ich habe das hier im ODD-Format, das heißt im OpenOffice oder LibreOffice-Writer-Format, als auch im Doc-Format, im Word-Format. Wenn man dann hier reingeht, würde ich vorschlagen, dieses Begleitprotokoll immer wieder zu öffnen. Man hat dann hier folgende Punkte. Man sollte das dann elektronisch ausfüllen, also den Namen zum Beispiel angeben, den Zeitraum angeben, den dieses Begleitprotokoll momentan schon hat. Und da füllt man dann die folgenden Bereiche aus und das Protokoll wird dann immer länger werden, je nachdem wie weit eben schon der Arbeitsfortschritt ist. Und dann gibt man zum Beispiel an, welche Punkte des Arbeitsplans habe ich schon erledigt. Und diese Punkte des Arbeitsplans bezieht sich dann auf Unterlagen, die ich hier in diesem zweiten Schritt, in dem vorgehenden Video schon erklärt habe. Das heißt, welche dieser Schritte, dieses Diagramms, habe ich dann zum Beispiel schon erledigt. Dann, welche Hilfsmittel, welche Quellen verwende ich hier, welche Bücher verwende ich, welche Artikel, welche Zeitungsartikel, welche Internetquellen verwende ich. Und dann immer auch anzugeben, wann ich das gefunden habe, wann ich das hier bearbeiten möchte. Und dann, was habe ich in diesen regelmäßigen Kontakten, die ich mit den Betreuerinnen und Betreuern gehabt habe, besprochen? Was habe ich vereinbart? Dass ich in 2 Wochen zum Beispiel dann endgültig mit dem Inhaltsverzeichnis fertig bin, dass ich noch Fußnoten zum Beispiel einfüge und dergleichen mehr. Und dieses Protokoll ist laufend zu erweitern, aus meiner Sicht, und somit bekommt man dann im Laufe der Monate bei der Erstellung der VWA einen guten Überblick, was man wann gemacht hat. Und dieses Begleitprotokoll sollte man regelmäßig immer wieder der Betreuerin und dem Betreuer dann auch übermitteln, am besten vielleicht per E-Mail. Und somit bekommt dann auch die Betreuerin der Betreuer einen guten Überblick, wie weit man schon ist, was man schon gemacht hat, ob man vielleicht eine Hilfestellung geben könnte, wenn jemand vielleicht etwas zeitlich im Verzug ist. Ebenfalls gibt es hier die Notwendigkeit für die Betreuer einer vorwissenschaftlichen Arbeit, hier ein Protokoll zu führen. Da schlage ich hier folgendsweise vor, hier das Begleitprotokoll in dem Fall für den Betreuer, die Betreuerin. Kann man auch wieder im ODT-Format, also Open Office oder im Word-Format sich anschauen. Dann könnte man hier zum Beispiel regelmäßig dieses dann erweitern eben. Namen der Schülerin, welchen Zeitraum haben wir jetzt schon, ist zum Beispiel schon November. Wann wurde dieses Protokoll letztmalig ausgefüllt? Ja, habe ich irgendwelche Beilagen von den Schülern zum Beispiel, welche Fortschritte wurden laut der Schüler schon gemacht? Was haben wir als nächste Schritte vereinbart? Gibt es offene Fragen und Probleme momentan? Ja. Das kann man immer hier mit Datum dann festhalten, denn auch der Lehrer, die Lehrerin, die betreuende Lehrkraft muss dann dieses Protokoll am Ende dann, wenn die vorwissenschaftliche Arbeit hoffentlich fertig ist, dann auch abgeben. Das ist so, damit wird dann protokolliert und festgestellt, inwiefern dann die betreuenden Lehrkräfte auch hier diese Arbeit tatsächlich dann kontrolliert haben. Also wenn es optimal gelaufen ist, haben wir in diesen ersten 3 Schritten, diesen ersten 3 Videos dann die VWA dann hoffentlich fertiggestellt. Im nächsten Video wird es dann darum gehen, was man beachten sollte, wenn man eine vorwissenschaftliche Arbeit dann präsentiert und dann auch dann im Rahmen der Matura dann natürlich auch dann diskutiert. Es geht ja nicht nur darum, etwas vorzustellen, sondern auch diese Arbeit dann auch dann mit anderen dann zu diskutieren. Danke für die Aufmerksamkeit.